Erneuerung der Hans-Martin-Schleyer-Brücke in Esslingen-Mettingen gleicht ein bisschen einer chirurgischen Operation am menschlichen Körper. Seit kurzem wird nun im übertragenen Sinne eine Prothese aufgesetzt und angepasst. Ein mächtiges Stahlgerüst, das die Brücke stabil hält, während ab Juli die ehemaligen, jetzt überalterten Betonteile der Brücke zersägt und entfernt werden. Zudem wird das neue stählerne Kraftpaket später auch zum Skelett der Brücke. Ein beachtlicher Aufwand für ein ebensolches Projekt. Wir alle kennen den Unmut, wenn wir für Wochen und Monate eine Umleitung fahren oder gehen müssen, die uns Zeit und letztendlich auch Geld kostet. Aber ein Brückenunglück wie 2019 in Genua, als eine riesige Autobahnbrücke in Sekundenschnelle in sich zusammenbrach und viele Menschen in den Tod riss, möchte man hierzulande aber auch auf keinen Fall erleben. Wird auch deswegen eine Brücke wie die Hans-Martin-Schleyer-Brücke nach nur knapp 60 Jahren komplett erneuert? Wir müssen jedes Jahr eine Brücke kontrollieren und wir führen das durch und wissen daher, wie unsere Brücken, in welchem Zustand sie sind. Entscheidend ist natürlich, dass wir dann auch nach dem Zustand, den wir erkennen, handeln. Und dieses Handeln tun wir jetzt hier. Der Zustand war nicht gut und deswegen gehen wir jetzt in die Handlung, in eine Sanierung, weil wir hier erhebliche Defizite gesehen haben. Und um hier keine weiteren Risiken einzugehen, werden wir natürlich in die Sanierung gehen. Knapp 27 Millionen Euro kostet die gigantische Maßnahme. Ein stattlicher Beitrag. Jedoch nichts im Vergleich dazu, wie viel Wert die Brücke seit ihrer Lebensdauer letztendlich an uns alle wieder zurückgibt. Diese Brücke, wir haben das wirklich mal mit einem Verkehrsmodell ausgerechnet, pro Querung rund 1,3 Kilometer Fahrstrecke. Das hört sich erstmal gar nicht viel an. Aber 1,3 Kilometer mal 15.000 Fahrzeuge über diese Brücke sind schon am Tag rund 20.000 Kilometer, die eingespart werden an dieser Brücke. Durch diese Brücke. Und im Jahr sind das 7 Millionen Kilometer. Das heißt aber auch, die 7 Millionen Kilometer, die werden weniger in der Stadt gefahren, die erzeugen weniger Stau, die erzeugen weniger Emissionen, CO2, NOx und so weiter und weniger Lärm.